Am 14.07.2023 gegen 22.30 Uhr stoppte die Polizei Bonn ein PKW auf der Kennedy-Brücke in Richtung Bonn in Höhe des Hilton, kontrollierte ihn und ließ ihn letztlich abschleppen. Zur selben Zeit wurde am Bertha-von-Suttner-Platz eine Person kontrolliert. Auf meine Presseanfrage zu der PKW-Kontrolle konnte die Pressestelle der Polizei Bonn den Einsatz gar nicht finden und auf meine Frage, ob es einen Zusammenhang zu der Personenkontrolle gibt, konnte keine Antwort gefunden werden. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut, beispielsweise das von der Personenkontrolle. Link auch in der Videobeschreibung.